Mich würde jetzt eure Meinung interessieren. Wer hat jetzt da Schuld? Als erstes, wer hat da Schuld? Der Geselle? Der Chef von dieser Firma? Wie würdet ihr das beurteilen? Herzlich willkommen zu diesem neuen Format. Ich bin der Helmut, ich sitze auf dem Elektrikerkanal Berufmut. Das heutige Video wird gesponsert von Elektrowandelt. Der Elektrowandelt ist ein Online-Elektrohandel, nahezu ein Vollsortimenter, der einfach super gute Preise hat und unwahrscheinlich schnell liefert. Ich kaufe mittlerweile fast mein ganzes Material, weil im Gegensatz zum Großhandel kriege ich beim Elektrowandelt auch kleine Mengen. Heute geht es um ein neues Format. In diesem neuen Format möchte ich euch über Unfälle informieren, die passiert sind. Das Ganze gegliedert. Einmal, wie war der Elektroauftrag? Wie war die Ausführung bzw. der Unfallhergang? Dann die Unfallanalyse. Und zuletzt, wie dann ein Gericht oder was auch immer entschieden hat. Wobei ich sagen muss, ich möchte es nicht wertend behandeln, sondern erklären, wie es war. Ganz zum Schluss gebe ich dann mein Fazit ab, wie ich das Ganze sehe. Viel Spaß bei diesem Video. In einem großen Mehrfamilienhaus, die Steigleitung zwischen Zählerverteilung im Keller und den einzelnen Unterverteilungen in den Wohnungen auszutauschen, die Steigleitungen auszutauschen und neu anzuklemmen. Nicht nur zwei, drei Wohnungen waren, sondern einige mehr und das Ganze nicht Ewigkeiten dauern sollte dieser Auftrag von mehreren Elektrikergesellen ausgeführt werden. Nachdem die Leitungen von den einzelnen Zählerabgängen vom Zählerschrank zu den Unterverteilungen in den Wohnungen verlegt war, wurde im Anschluss sofort mit dem Anklemmen begonnen. Damit das Ganze nicht Ewigkeiten dauert, wurden parallel die verschiedenen Elektrikergesellen in den verschiedenen Wohnungen eingesetzt. Zuerst wurde die entsprechende Wohnung in der Zählerverteilung freigeschaltet und dann die entsprechende Leitung abgeklemmt. Als zweiter Schritt wurde die alte Leitung in der Unterverteilung in der Wohnung abgeklemmt und die neue in der Unterverteilung in der Wohnung zuerst aufgelegt und dann in der Zählerverteilung im Keller aufgelegt. So wurde in den unterschiedlichen Wohnungen, also die unterschiedlichen Leitungen, Wohnung für Wohnung erneuert. Nachdem bereits mehrere Wohnungen von den unterschiedlichen Elektrogesellen fertig neu angeschlossen waren, geht ein Geselle in eine Wohnung ein, möchte die neue Zuleitung anklemmen und beim Anklemmen hat er einen gefährlichen Stromschlag erlitten. Der sofort alarmierte Rettungsdienst hat den mitgenommen, hat ihn ins Krankenhaus gebracht und da wurde er stationär aufgenommen. Im Rahmen der Unfallermittlung wurde dann festgestellt, dass zwei der neuen Steigleitungen im Bereich von der Zählerverteilung im Keller verkehrt vertauscht beschriftet waren. Die angenommene Zuordnung von dem Elektrogesellen, dass diese Wohnung zu dieser Leitung gehört, hat somit nicht mehr gepasst. Selbstverständlich hat er, bevor er die alte Leitung in der Unterverteilung abgeklemmt hat, auf Spannungsfreiheit geprüft. Das hat er sehr wohl gemacht, hat festgestellt, da ist kein Strom mehr da. Der hat ja unten freigeschaltet und diese Zuordnung hat ja gepasst. Hat freigeschaltet und hat das alte Kabel, die alte Leitung abgeklemmt, rausgezogen. Die neue allerdings, die neue hat er nicht gemessen, weil er in seinem Denken ja so war, die Leitung ist ja noch nicht angeklemmt, er führt die ein, legt die oben auf und dann schließt das erst im Keller an. Das war natürlich nicht in Ordnung. Er hätte die neue Leitung auch messen müssen, dann wäre ihm das aufgefallen. Da an dieser Anlage mehrere Elektrikergesellen gearbeitet haben und es waren ja zwei vertauscht, hat ihm ein anderer diese Leitung genommen, hat die aufgeklemmt und hat natürlich parallel erst dann seine Messarbeiten und die Zuordnung und so weiter übernommen. Das hat aber der andere nicht wissen können. Somit war auf dieser Leitung Strom drauf und das ist somit ist es zu diesem Unfall gekommen. Er hätte also, bevor er die neue Leitung anklemmt, auch diese auf Spannungsfreiheit überprüfen müssen. Er hat somit gegen § 6 Abschnitt 2 der DGVU-Verordnung verstoßen. Elektrische Anlagen und Betriebsmittel. Dort wird gefordert, dass an allen
aktiven Leitern einer Anlage, egal ob Holzkabel oder neues Kabel, bevor man das anfasst und auflädt, irgendwie Spannungsfreiheit festzustellen ist. Egal wie da der Zusammenhang ist. Hätte er also an allen Leitungen die Spannungsfreiheit festgestellt, wäre dieser Unfall nicht passiert und wäre zu vermeiden gewesen. Bis jetzt haben wir also festgestellt, dass der Geselle gegen eine berufsgenossenschaftliche Vorschrift verstoßen hat. Jetzt geht es aber weiter. Im Zuge dieser Ermittlung wurde festgestellt, dass für diesen Auftrag in der Firma keine Gefährdungsbeurteilung erhoben oder gestellt worden ist. In § 3 der DGUV-Vorschrift wird allerdings gefordert, dass vor Beginn einer Arbeit das Risiko, die möglichen Gefährdungen beurteilt und dokumentiert wird. Gegebenenfalls mit einer Einweisung, was auch immer. Der angestellte Geselle hat natürlich den meisten Schaden. Er hat ja einen Unfall erlitten, eine Körperdurchströmung. Ist im Endeffekt dann irgendwann gut ausgegangen. Auf den können wir keine weiteren Folgen. Allerdings für die Firma schaut das ganz anders aus. Die wird zur Rechenschaft gezogen, weil diese Gefährdungsbeurteilung nicht vorhanden ist. Ein Richter hat dazu gesagt, wäre bei diesem Unfall der mit der Körperdurchströmung verunfallten Gesellen gestorben, würde der Verantwortliche in der Firma dafür ins Gefängnis kommen. Er würde jedenfalls auf alle Fälle angeklagt werden, ob das dann so ist. Und da frage ich mich, ob das ganz zu 100% so in Ordnung ist. Ich meine, nichts, um Gottes Willen. Auf keinen Fall möchte ich da irgendeine Kompetenz untergraben und so weiter. Aber was hat jetzt das genau mit einer Gefährdungsbeurteilung speziell in diesem Fall zu tun? Hätte eine Gefährdungsbeurteilung stattgefunden, bezweifle ich, dass vielleicht aufgetaucht wäre, Leute aufpassen, dass die Beschriftungen, die Zuordnungen zu den Wohnungen, dass die 100% stimmen. Das ist nämlich der ursprüngliche Fehler gewesen. Es wurde beim Kabelverlängen einfach, und da war nicht einer beteiligt, sondern mehrere, weil das wird über Etagen Affizung und dann ist aufglitzt irgendwann ein Dokument, der ist in der Wohnung eingerennt und der hat gesagt, ich war in der Wohnung 13 oder ich war in der Wohnung 2. OG rechts. Und irgendein anderer hat das in der Mitnahme nachgeschrien und ganz im Keller ist beschriftet worden. Ich befürchte, dass bei einer Gefährdungsbeurteilung tatsächlich aufgeführt worden wäre, ja, du hast zwei aufpassen, du hast das kontrollieren, dass der richtige Zähler mit der richtigen Zählernummer auf die richtige Wohnung geht. Im Hinterkopf, damit die Abrechnungen dann später stimmen. Aber ich befürchte, dass nicht explizit aufgetaucht wäre, dort die Leitungen richtig beschriften. Und ob der Fehler dann nicht trotzdem passiert wäre, auch wenn diese Gefährdungsbeurteilung vorgelegen wäre, weil der hat ja das nicht absichtlich gemacht, wage ich zu bezweifeln. Also, wenn das jetzt alles vorgelegt gewesen wäre, hätte der Fehler trotzdem passieren können. Und damit wäre aber der Firma oder die verantwortliche Person, ich kann nicht aber sagen, die Firma, der Chef, weil es kann ja sein, dass da zwischengeordnet ein Meister ist, der das Ganze überhat oder was auch immer, wie die Firmenhierarchie oder die Struktur in der Firma ist. Man kann nicht immer nur sagen, das ist beim Einzelunternehmen ist da meistens irgendwo der Chef, aber bei größeren Firmen ist das anders strukturiert. Ich würde sagen, es ist, man muss sich das auf alle Fälle nochmal in der Bekanntgabe des Urteils dann nochmal das Ganze irgendwie genau durch den Kopf gelassen, weil meiner Meinung nach hätte diese Gefährdungsbeurteilung nichts geändert. Es wurde da nicht irgendwie absichtlich oder leichtsinnig irgendwie gehandelt und die Beschriftung, das passiert, das kann so auch passieren. Und wenn jetzt Elektriker zuschaut, die in größeren Firmen arbeiten, die sowas schon mal gemacht haben, die können mir zu 1000% recht geben. Es ist in ganz vielen Gebäuden der Fall, dass eben einfach eine Leitung mal verkehrt beschriftet wird. Schicksal. Das sollte natürlich nicht passieren und sollte spätestens bei der Überprüfung der Elektroinstallation, bei der Messung, bei der Inbetriebnahme auftauchen. Aber so weit waren ja die da noch gar nicht. So weit waren die noch gar nicht. Egal, ob jetzt der Geselle sehr, sehr jung war oder erfahren und älter schon war, von Anfang an bekommt man diese über die 5 Sicherheitsregeln und über jede Schulung, über jede Maßnahme, über jeden überbetrieblichen Handwerkerlehrgang, Ausbildung, überall bekommt man das mit,
bevor ich eine Leitung anfasse, auf spannungsfreie prüfen. Warum genau jetzt da extra eine Einweisung bzw. eine Gefährdungsbeurteilung hätte stattfinden sollen oder wo es die geändert hätte, wage ich zu bezweifeln. Nichtsdestotrotz sagt halt das deutsche Recht, im, was Arbeitsschutz und so weiter angeht, sagt halt das so vor, wie sinnvoll oder sinnfrei das ist. Möchte ich nicht bewerten, ich finde es zweifelhaft, das Ganze so zu beurteilen. Mich würde jetzt eure Meinung interessieren. Wie seht ihr das Ganze? Sagt ihr, ist ganz klar, nein, da hat nur der Gesell Verantwortung, nur der Gesell ist schuld, da kann man jetzt nichts machen. Es ist ja kein Unfallschaden, also es ist ja kein materieller Schaden am Gebäude oder irgendwie sowas, da wo irgendwas bezahlt werden muss. Es ist halt einfach dieser Unfall, Gott sei Dank und dann im Ende dann noch gut ausgegangen. Nichtsdestotrotz, im deutschen Arbeitsrecht muss halt einfach ein Schuldiger ermittelt werden. Ich bedanke mich bei Elektrowandelt, der das heutige Video gesponsert hat. Elektrowandelt ist ein Elektrofachhandel, ein Online-Fachhandel, bei dem es alles, was braucht, für Elektroinstallationen kriegt. Link ist in der Videobeschreibung. Ob mir das passt oder nicht, so wäre auf alle Fälle diese Rechtsprechung. Wie seht ihr das Ganze? Der Gesell schuld, der Chef schuld, haben die Gräner schuld, was auch immer. Schreibt es mir bitte in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren, wie ein Außenstehender, ich bin als Chef von einer Elektrofirma da natürlich irgendwie befangen, als Elektriker sowieso. Also da würde mich interessieren, wie dieser Außenstehender sagt. Wie er sagt, was sagt der Außenstehender dazu? Ich meine, das Ganze ist ja traurig genug, ist ihm einigermaßen glimpflich ausgegangen. Trotzdem möchte ich das gerne wissen. Und was mich noch interessiert hat, wie gefällt euch das Format? Gefällt euch sowas? Ich habe einige Geschichten in meiner Karriere erlebt, wo Unfälle passiert haben. Nicht nur elektrische Unfälle, sondern eben auf Baustellen, wo es runterfallen und lauter solche Dinge betrifft.